Eine süße Leckerei. Ja, Prinzessin. Cousine Gingerbread House hat ihn gemacht. Oh nein, ihre Mutter wollte mit diesen Sachen deine Mutter und meinen Vater ködern und sie vernichten. Und jetzt will sie auch uns ins Verderben stürzen. Komm schon, esst ihr das jetzt nicht wegen Gingers Mutter und Hänsel und Gretel? Wow, die schmecken echt hexakulär. Danke. Ah, das ist Gingerbread House. Ich kann nicht glauben, dass sie denken, du würdest deiner Geschichte folgen. Ich auch nicht. Ich wollte einfach nur so gerne für alle backen. Aber selbst Gus und Helga Crump wollen meine Leckerei nicht essen. Manche Leute haben einfach nur Angst, von ihrem Schicksal abzuweichen. Oh, vielleicht sollten wir ihnen einen kleinen Anstoß geben. Da ist der gar nicht so kleine Jack Horner. Der berühmte Koch Jack. Ich habe eine Spiegelmail bekommen, dass eure Schule einen Koch hat, der Köstlichkeiten backt. Und das muss ich probieren. Dann treten Sie näher. Nicht diese Leckereien. Sie macht diese Süßigkeiten, um sie damit ins Verderben zu stürzen. Nun, man lebt doch nur. Es war einmal. Das ist nicht aus diesem Königreich. Hey, kannst du noch mehr für mein Restaurant backen? Super gern. Seht ihr? Ginger will einfach nur für euch alle backen. Oh ja. Ich kann's nicht erwarten, in deinen zaubertastischen Kleidern den Laufsteg entlang zu gehen, Ashlyn. Wir sollten uns beeilen. Ihr kennt ja meine Geschichte. Wenn die Uhr 12 schlägt, geraten die Dinge aus den Fugen. Ich dachte, das wäre um Mitternacht. Ich bin doch eher eine Morgenprinzessin. Wie aufregend. Hi, Ashlyn. Meine Stiefschwestern. Hi, Mädels. So. Zuerst hat sie heimlich einen Freund. Und jetzt noch eine heimliche Modenschau? Nicht besonders königlich. Ihr seid herzlich eingeladen, zuzusehen. Wir sind doch nicht hier, um zuzusehen. Wir sind hier, um zu modeln. Ich meine, dachtest du etwa, dass deine Freundinnen es drauf haben? Oder du? Wir planen dieses Event jetzt schon seit Wochen. Wir können nicht zulassen, dass sie das tun. Mein Schicksal sagt, ich muss meinen Schwestern dienen. Was kann ich tun? Ich kann ja nicht lügen, aber diese Kleider sind einfach zauberhaft. Danke, wir haben sie auch selbst gemacht. Die ganze Show hier war auch unsere Idee. Das reicht. Wir müssen das hier sofort beenden. Dein Schicksal sagt, du musst deinen Schwestern dienen, richtig? Ja. Oh, ich hab verstanden. Vielleicht warten wir einfach ab und sehen, was passiert, wenn die Uhr 12 Uhr schlägt. Das wäre gut. Das ist nicht lustig! Was hat denn das zu bedeuten? Wer ist für all das verantwortlich? Meine Schwestern sagen, es war ihre Idee. Ich wette, dass du dich für besonders schlau hältst, Ashlyn. Wenn der Schuh passt. Vielen Dank. Oh nein, wo ist das Karamell? Wer bist du? Du arbeitest doch gar nicht hier. Halt lieber das Loch weiter zu, du halbes Mädchen, und kümmere dich nicht um mich. Hey, Hallöchen. Bist du nicht Fable Thorn, die Chef-Cheerleaderin der Ever After High? Seit wann arbeitest du denn? Mann, ich arbeite gar nicht hier. Hey, ich habe mich nur reingeschlichen, um ein bisschen rumzuschnüffeln. Klar, was ich meine? Aber wieso denn? Naja, weißt du, weil meine Mutter schließlich die böse Fee ist. Die damals nicht zum Geburtsfest von Dornröschen eingeladen wurde. Deshalb verfluchte sie das Baby und es sollte in einen 100-jährigen Schlaf fallen. Ich will lediglich mein Schicksal als die böseste Fee von allen erfüllen. Also, mein Hübscher, wie wär's? Lust, einem Mädchen zu helfen? Ich? Ein Hübscher? Oh nein.
Mit großem Entzücken würde ich deiner Bitte gerne nachkommen. Wunderschöne Mai. Oh nein. Oh, hallo, kleiner Hasenfreund. Eine Einladung. Von wem die wohl kommt? Ashlyn Ella, du und ein anderer Gast seid ganz herzlich zum Blaumond-Waldfest eingeladen. Schon heute Abend. Zum Waldfest? Das ist die oberexklusivste Party überhaupt. Ohne Einladung findet man gar nicht den Weg dorthin. Da steht, dass ich auch noch jemanden einladen kann. Willst du vielleicht mitkommen? Natürlich, aber das neue Multihex-Kino eröffnet heute Abend und ich wollte mir dort mit Daring einen Film ansehen. Aber du findest schon jemanden, der mit dir geht. Ich meine, jeder würde alles dafür geben, mit dir zum Blaumond-Waldfest zu gehen. Tja, wird wohl Zeit für mich, uneingeladen auf einer Party zu erscheinen. Ein großes Kaffeedings mit diesem Karamell, Sahne und so einem Zeug. Geht aufs Haus. Und wenn ihr es genau wissen wollt, es war schon immer mein größter Traum, zum Waldfest zu gehen. Oh, naja. Ich hab gehofft, ich dürfte mitkommen. Moment, wenn du hier bist, dann... Ich wollte einen Kaffee zum Mitnehmen. Keinen, der mich mitnimmt. Nein, diese nicht. Und die gehen auch nicht. Das Blaumondwaldfest ist heute Abend. So kann ich unmöglich in den Zauberwald zur größten Party des Jahres gehen. Ich brauche unbedingt die perfekten Schuhe. Da ist er. Der Wanderstiefel aus Glas. Stylisch, aber vernünftig. Eine gute Wahl. Ja, der passt zu dir. Aber ist sonst alles in Ordnung? Du wirkst ein bisschen angespannt. Ich glaube, ich bin etwas verwirrt. Jeder möchte mit mir dorthin gehen, aber ich darf nur einen einladen. Ich würde ja auch mitkommen, aber ich habe den Jungs versprochen, mit ihnen im neuen Multihex einen Gruselfilm anzusehen. Hängen lassen, er hat dich hängen lassen. Wie bist du denn bitte hier reingekommen? Ich war auf der Suche nach Damenschuhen. Hey, entspann dich, Ashlyn. Du wirst die perfekte Begleitung finden und einen wunderbaren Abend verbringen. Wir sehen uns später, meine Süße. Ashlyn, oh, stell dir vor, ich habe dich gesucht. Bitte sag's nicht. Du möchtest heute Abend mitgehen. Was? Nein, ich würde mich beim Waldfest nicht besonders wohlfühlen. So viel Wald und Festlichkeiten. Ich suche Cupid. Hast du sie gesehen? In letzter Zeit nicht. Hast du im Abracadabra-Café nachgesehen? Oh, danke. Da gehe ich hin. Oh, Cupid. Ich muss dich unbedingt was fragen. Naja, es ist etwas ziemlich Persönliches und ich bin nervös und... Ich finde, dass es in Fällen wie diesen das Beste ist, mit der Sprache rauszurücken und es zu sagen. Okay. Gehst du heute Abend mit mir ins Kino? Oh, ja, gern. Oh, das ist super. Treffen wir uns um 8? Toll. Also um 8 dann. Gehen lassen, ja! Fortsetzung folgt. Diese Stiefel sind großartig. Cupid, da bist du ja. Du kannst mich echt sehen. Nach dem Gespräch mit Dexter vorhin frage ich mich, ob ich nicht vielleicht unsichtbar bin. Das tut mir leid. Aber ich habe gute Neuigkeiten. Ich glaube, du bist die perfekte Begleitung für das Waldfest. Was hältst du davon? Weißt du was? Ich glaube, ich brauche wirklich eine Pause von den ganzen Romanzen. Fantastisch. Dann brauchst du nur noch neue Schuhe. Also 3 zum Tee plus du und ich, wie ich das sehe. Aber ich habe die Kuchen mit den Keksen und den Untertassen vertauscht. Hallo, Raven. Tut mir leid. Ich habe gar nicht zugehört. Es ist nur, weil Dexter mich endlich gefragt hat, ob ich mit ihm ausgehe. Ich will nur, dass dieses Date irgendwie... Toll wird? Dann weiß ich, mit wem du unbedingt sprechen solltest. Ich hab's endlich getan. Ich hab Raven um ein Date gebeten. Oh, was hab ich getan? Probleme mit einem Mädchen, kleiner Bruder. Blondie, danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, dass du dich gerade für den Spiegelcast vorbereitest. Oh ja, es geht um die Kunst, Cupcakes zu dekorieren. Alles muss einfach perfekt sein. Oh, entschuldige bitte. Hi, ist das ein frischer Cupcake, den ich da rieche? Kann ich fragen? Tut mir leid, aber ich arbeite hier nicht mehr. Bis dann. Wow, wie unhöflich. Naja, auf jeden Fall geht es um dieses Date. Heute Abend mit Dexter. Wow, perfekter könnten die gar nicht sein. Ein Cupcake, bitte.
Was hast du gesagt? Naja, ich hab da dieses Date und... Ein Date! Okay, wir behaupten jetzt einfach, ich wäre er und du bist du. Aber ich bin ich. Ich sehe dich und dann sage ich, Mensch, Hallöchen, Raven, Mann, du siehst... einfach perfekt heute Abend aus. Du hast gezögert. Was stimmt nicht mit mir? Es wird eine Riesenkatastrophe. Du kannst mir vertrauen, kleiner Bruder. Du bist ein Prinz Charming. Alles, was du brauchst, ist dein umwerfendes Lächeln. Okay, lass es mich versuchen. Echt jetzt? Und das superspezielle Geheimnis bei Jungs ist besonders wählerisch zu erscheinen. Gut, zum Beispiel der Typ da drüben. Er ist zu witzig. Dieser Typ scheitelt sein Haar viel zu weit links. Der da hinten kaut viel zu laut. Sein Hut ist merkwürdig. Und wenn du dann dein Killerlächeln zeigst, hast du es schon so gut wie geschafft. Sei einfach umwerfend, stark und beliebt auch. Sei unbeschreiblich gut aussehend. Sei einfach wie ich. Du meine Güte. Viel zu geheimnisvoll. Er ist zu trottelig. Seine Füße sind zu groß. Er ist zu still und er ist zu laut. Sie hat Cupcakes. Ein Cupcake. Ein Cupcake. Blondie. Oh nein. Ja, du hast anscheinend die Kontrolle verloren. Aber weißt du was? Das war gar nicht so schlecht. Dieses Cupcake-Style-Kleid ist genau das Richtige für meinen Spiegelcast. Und ich glaube, du machst bestimmt alles richtig. Also, auf der Einladung steht, geht einfach in Richtung des Zauberwaldes und die Party wird euch schon finden. Ich verstehe. Zwei Mädchen allein im tiefen Wald. Was ist das? Das ist ein Busch. Oh, ja. Ich habe immer ein bisschen Angst im Wald. Ich meine, wer weiß, was passiert, wenn es dunkel wird. Jemand beobachtet uns. Siehst du, die Bäume kommen immer näher. Ich kann es hier nicht mehr aushalten. Cupid? Wir haben bis jetzt nicht mal das Schulgelände verlassen. Oh. Hi, Mädels. Wisst ihr was? Ich darf über das Blaumondwaldfest im Spiegelcast berichten und habe sogar eine extra Einladung gekriegt. Hat da jemand extra Einladung gesagt? Fable. Na toll. Es hat uns also jemand beobachtet. Beobachtet euch? Oh nein, ich war nur gerade auch hier und habe zufällig gehört, dass meine beste Freundin Blondie Locks eine extra Einladung zum Fest bekommen hat. Also komm, machen wir uns auf den Weg. Hi Leute, meinetwegen können wir los. Oh, du bist Blondies Gast beim Fest. Naja, wie man's nimmt. Blondie wollte, dass sie jemand frisiert. Wer ist denn das? Mädels, das ist Fable. Wenn wir könnten, würden wir dich mitnehmen, ganz ehrlich. Aber es geht nicht. Tja, dann solltet ihr vier wohl besser gehen. Wenn wir zurück sind, machen wir es wieder gut und unternehmen etwas zusammen. Klingt super. Falls ihr überhaupt jemals zurückkommt. Hey, Hallöchen, Serene. Hey, immer schön locker. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wo ich schön spazieren gehen kann? Ja, sicher. Nehmen wir mal an, ich wäre ein unwissender Reisender in diesem Wald. Würdest du mir verraten, was der schlimmste und gefährlichste Fehler wäre, den ich begehen könnte? Naja, nur so viel. Der Zauberwald liegt zu deiner Rechten. Der dunkle Wald liegt zur Linken. Der schlimmste Fehler, der dir unterlaufen kann, ist tief in den dunklen Wald zu laufen. Wie auch immer, ich muss los. Warte, aber du hast doch gerade gesagt... Oh, ist auch egal. Damit ich mit den Absagen leben kann, zeige ich Ihnen den falschen Weg hier an. Die Weggabelung müsste gleich da vorne sein. Wir müssen nur diesem Schild folgen. So gelangen wir direkt in den Zauberwald. Er sieht für mich aber nicht sehr zauberhaft aus. Ach, kommt schon, Mädels. Wir sind schon spät dran. Neměli bychom tam už být. Pochodujeme celou věčnost. Je tu taková tma, že nevím, jestli je den nebo noc. Já vím, kolik je. Čas na večeři. Mám hlad. O, jsem na hledání jídla v lese expert. A kousek odsud znám jeden podnik. Pojďte za mnou. Tada! Perníková chaloupka, to je perfektní. Jdeme, holky. Ulomme si kousek zvenčí. Fuj, hnus. Je celá zaprášená. Koukneme se dovnitř. Co tady chcete? Najděte si svoji vlastní perníkovou chaloupku. Fuj.
vítejte vřele v jogurtovém baru slečny Muffet. Je to mňamka. Posaďte se a uvolněte se. Jen jsem jim chtěl říct, že mají přístup na web zdarma. Nebojte, holky, znám tady jednu rodinu a ta mě vyloženě zbožňuje. Haló, to je Blondie Locks. Co budeme dělat? Nehejbejte se. Třeba odejde pryč. Asi nejsou doma. Dobrý den. Dobrý, Blondie Locks. Ale vítám. Tak raději pojďme jinam. Moc ráda jsem vás poznala. Co to vykládáte? Mé kamarádky mají hlad. Nemáte náhodou nějakou kašičku? Ale jistě. Vždycky máme kašičku. A nabídnout jí dívce, která nám vrazila do domečku, by asi bylo zdvořilé. To by stačilo! Už mi rozbila postýlku, rozbila mi židličku. Já už to nevydržím. Jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč, jdi pryč. Tak, to byl trapas. Měli jste mě nechat mluvit. Jak jsem řekla, ti medvědi mě opravdu milují. Das Waldfest inzwischen längst finden müssen. Lasst uns jetzt nicht weiter über unsere schwere Situation nachdenken, sondern über andere Dinge reden. Oh, Jungs! Das ist genau das, woran ich ehrlich gesagt nicht denken wollte. Ich habe ganz vergessen, dass Dexter heute Abend mit Raven ins Kino geht. Aber wer weiß, kann doch sein, dass es gar nicht so gut läuft. Ich glaube, ich trage dieses Armband. Oder vielleicht diesen Ring. Oh, die Kette ist aber auch hübsch. Es ist keine Abschlussprüfung, Raven. Ihr geht zusammen in einen Film. Ich weiß, ich weiß. Oh, ich bin viel nervöser, als ich dachte. Ich meine, das ist mein erstes richtiges Date mit Dexter. Er ist da. Entschuldige, ich habe nichts gemerkt, dass das Holz dein Kopf war. Ich meine, die Tür war dein Kopf. Ich meine, hier, Blumen. Dankeschön, Sie sind, wundervoll. Ich hab's vergessen. Böse Königin, Blumen. Ist schon okay. Ich stell sie einfach ins Wasser. Ich bin so ungeschickt. Es tut mir so leid, Dexter. Nein, es tut mir leid. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Ehrlich, es tut mir so leid. Mir tut's jetzt so, so leid, dass es dir leid tut. Meine Güte, hier ist es ja echt abgefahren und, Vielleicht können wir uns einfach irgendwo setzen. Was meinst du? Pass auf, wo du hintrittst. Wieso sage ich sowas? Soll ich was zum Knabbern holen? Ich hole was zum Knabbern. Nein, 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 ich sollte bleiben. Nein, ich hole lieber was zum Knabbern. Möchtest du was zum Knabbern? Ich möchte was zum Knabbern. Ich gehe mal zur Toilette. Musst du vielleicht auch mal aufs Klo? Ja. Raven. Dexter, ich glaube, ich muss dir was gestehen. Ich bin wirklich richtig super nervös. Du bist nervös? Aber ich bin doch nervös. Wir haben wohl etwas gemeinsam. Also ehrlich, es gibt eigentlich keinen Grund, nervös zu sein. Lass uns einfach so sein, wie wir sind. Und den Abend zusammen genießen. Aber Raven... Shh, der Film fängt an. Ich kann kaum erwarten, was als nächstes geschieht. Cedar, hast du irgendwas von den Mädels gehört, seit sie zu der Party aufgebrochen sind? Ich war gerade im Wald. Keine Sorge, Dad. Blondie Locks und ihre drei Freundinnen werden es nicht wagen, so schnell wiederzukommen. Gut gemacht, mein Junge. Blondie? Was hatte sie denn im dunklen Wald zu suchen? Merkwürdig. Sie hatte doch eigentlich vor, in den Zauberwald zu gehen, mit Ashlyn, Poppy und Cupid. Sie sind in den falschen Wald gegangen. Sie sind wohl irgendwo falsch abgebogen. Dann müssen wir jetzt ganz dringend etwas unternehmen. Kommt los. Wie lange wollen wir denn hier noch auf Baba Yaga warten? Sie wird schon kommen. Wir müssen positiv denken und etwas Geduld haben. Positiv hin oder her, ich habe genug gewartet. Das ist ein Notfall. Also, wie bedient man diese Dinge? Wow! Baba Yagas Häuschen, vorwärts!
Hey, das ist ja viel leichter als gedacht. Der Zauberspruch ging schief und ich saß die ganze Nacht in der Flasche fest. Oh. Raven Queen, bist du etwa ohne meine Erlaubnis dieses Haus gefahren? Nun... Ganz hervorragend. Damit gibst du deiner dunklen Seite endlich die Chance, sich zu zeigen. Ich hatte einen Grund. Unsere Freunde haben sich vielleicht im dunklen Wald verirrt. Sie brauchen unsere Hilfe. Sag nichts mehr! Festhalten! Ausflug in den dunklen Wald! Wartet, ich bin über einen Baumstumpf gestolpert! Moment! Ich bin doch kein Baumstumpf! Ich bin Gizzlewidget, der Kobold. Und kannst du dir überhaupt vorstellen, was für ein Glück du hattest, dass du über mich gestolpert bist? Wie bitte? Wer wie was bist du? Ich werde euch vier höchstpersönlich zu der geheimen Party eurer innigsten Träume führen. Folgt mir. Es wartet eine Riesenüberraschung auf euch. Party, Party, Party. Oder wie auch immer. Das ist doch nicht das Waldfest, oder? Ich bin Biggle Woggle und das ist mein Sumpf. Ihr Mädels seid Gäste auf meiner Party. Zauber, Zauber, Zauber. Ihr seid verzaubert. Ihr seid verflucht, 100 Jahre hier zu verweilen. Moment, was? Aber wieso machst du sowas? Weil mich nie jemand zu irgendwas einlädt. Deshalb feiere ich eine Konkurrenzparty zum Waldfest. Und ich befehle euch jetzt, habt Spaß! Du kannst niemandem befehlen, Spaß zu haben. Kein Wunder, dass du nirgendwo eingeladen wirst, wenn du so unglaublich unhöflich bist. Wenn du irgendwo eingeladen werden willst, musst du dich viel freundlicher verhalten. Und es würde auch nicht schaden, wenn du mehr auf dein Äußeres achtest. Blondie, meine Tasche. Mich wie ein neuer Troll. Würde es dir gefallen, an meiner Stelle zum Waldfest zu gehen? Du würdest mir erlauben, für dich zu gehen? Sicher. Ich hätte auch Fable an meiner Stelle gehen lassen, wenn sie nicht so aufdringlich gewesen wäre. Oh. Es ist noch nie jemand so nett zu mir gewesen. Ich nehme meinen Fluch über euch zurück. Da geht's lang. Auf geht's in den Zauberwald. Tja, ich glaube, wenn sich hier einer vertan hat, dann bist das du. They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. But now you're feeling like a different ending. Sometimes you gotta find it on your own. It's an open.